Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Produktvideo von mir. Heute zeige ich euch mal einen Kamerarucksack, den ich heute bekommen habe. Der Rucksack selbst ist wirklich sehr groß und wird in einer normalen Plastikhülle verpackt geliefert. Gut. Wie ihr schon seht, er ist schon wirklich umfangreich und hat einiges an Stauvolumen, wo man wirklich einen Großteil oder sehr viel Kamerazubehör verpacken kann. Vorne hat er zwei Öffnungen, einmal für die große Tasche oben, einmal für eine kleinere Tasche unten. Je nachdem, was man hier auch verpacken möchte. Hier ist zum Beispiel, wenn man es sieht, auch so kleine Taschen, kleine Unterteilungen für Stifte, Reinigungspinsel oder ähnliches. Hier oben ist, wenn man die Tasche aufgemacht hat, auch noch eine weitere verschließbare Möglichkeit vorhanden. Aber meist für dünnere Sachen. Hier oben ist die große Tasche, das große Taschenfach oder Zubehörfach. Wie ihr seht, es ist wirklich richtig, richtig groß. Hat hier unten noch eine weitere Unterteilung. Und was ich auch richtig gut finde, man muss nicht jedes Mal die Tasche aufmachen, um reinzugreifen, sondern es gibt die Möglichkeit, einen Reißverschluss, wo man dann auch Sachen rein, rausgreifen kann, herausnehmen kann, ohne die komplette Tasche immer aufzumachen, beziehungsweise ohne den Rucksack immer komplett zerlegen zu müssen. Genau. Okay. Okay, das wäre das erste von vorne. Okay, dann das nächste ist dann die Seitentaschen hier. Diese Tasche ist von außen nur zugänglich. Das heißt, die ist nicht mit innen verbunden. Hier kann man Zubehör wie zum Beispiel Akkus, Karten reinmachen zum Beispiel oder einfach dünne Sachen, die man dann auch schnell mal braucht. Dann ist auf der Seite auch ein Halter für Objektive, Stative. Das heißt, ursprünglich war das hier drin. Das zeige ich gleich nochmal. Und dann wird das Stativ hier reingeklemmt, reingemacht, festgemacht und hat man zum Beispiel ein kleines Dreibein oder ein größeres Einbeinstativ jederzeit dabei, ohne es extra rumtragen zu müssen. Klar, mittlerweile ist es Standard bei den Kameras, bei den Kamerarucksäcken, aber von der Sache her ist es auch schon eine recht große Tasche. Mein aktueller Rucksack hat hier nicht so große Möglichkeiten. Verstaut wird das Ganze dann einfach hier, indem man es reindrückt. Und in der anderen Richtung geht es genauso leicht. Man sieht schon, fertig, verstaut. Es geht richtig schnell. Dann zur anderen Seite. Hier ist eine weitere Tasche. Die ist für die Kamera. Hier sind auch nochmal zwei Fächer für SD-Karten bzw. Karten für die Kamera. Es gibt dann mittlerweile Kompaktflash für die großen noch. Aber auch Standard ist ja das Thema Kompaktflashkarten, SD-Karten, Micro-SD-Karten. Und hier hat man dann zwei gute Fächer, diese dort zu verstauen. Kamera kommt hier wie gesagt rein und kann dann hier schön von der Seite geöffnet werden und fertig. Als nächstes kommt dann das große Fach. Vorne wird auch wieder mit Reißverschluss geöffnet
Und hier seht ihr, es ist richtig viel Platz. Ich habe selbst drei Objektive, beziehungsweise zwei Objektive, eins an der Kamera, habe noch einen Batteriegriff, habe ein Blitzgerät. Es reicht für mich vollkommen aus. Er ist auf jeden Fall deutlich größer als mein bisheriger Rucksack. Und dementsprechend ist es auf jeden Fall schon sehr angenehm, weil beim bisherigen Rucksack habe ich aktuell Probleme. Das ist ein Löwe Pro und ja, es ist einfach platzmäßig nicht so das, was ich auch möchte, weil ich einfach jetzt mehr schon dazu bekommen habe. Gut. Alles klar, dann kommen noch hinten was. Die beiden Tragegriffe, die beiden Schulterriemen sind gut gepolstert. Ebenso das Rückpolster ist wirklich gut. Es hat in der Mitte eine kleine Schnalle, damit er es auch wirklich schön festsitzt. Wiederum gibt es hier auch ja, zwei Haken. Ich denke mal, das ist auch alles Standard soweit. Was nicht so Standard ist, ist, dass diese im Hintergrund noch eine Tasche hat. Eine versteckte Tasche fast schon, um beispielsweise Ordner, na Ordner nicht, aber Dokumente, dünnere Blätter oder auch zum Beispiel, wenn man Kleidung mitnehmen möchte, mitnehmen muss, wie zum Beispiel ein Hemd oder ein T-Shirt oder ja, sei es auch mal Unterwäsche, kann man das hier gut verstauen. Gut. Sonst bin ich erstmal hier soweit durch. Das nächste, was ich jetzt machen werde, ist meine Kamera hier reinpacken und euch das mal auch zeigen. Und ja, genau, dann bis gleich zum nächsten Video. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil des Produktvideos des Kamerarucksacks. So, nachdem ich jetzt eine gute halbe Stunde umgeräumt habe, kann ich euch mal mein Ergebnis zeigen. Sieht, wie ich finde, ganz gut aus. Und wir gehen jetzt mal die Fächer von unten nach oben einmal durch. Gut. Ganz unten, natürlich habe ich kleine Sachen reingemacht, die ich immer wieder brauche. Und das ist bei mir Ersatzakkus für mein Blitzgerät und ein Reinigungs der Reinigungsstift von Nikon für meine Kamera. Sonst nichts, weil ich habe doch nicht ganz so viel Zubehör. Dann öffne ich mal das Fach hier, dann sieht man am besten, was drin ist. Gut. Ich habe jetzt mal hier reingemacht meine Linsen, die ich vor mein Objektiv machen kann. Das lange Objektiv, das große 55-300 von Nikon, ein Fisheye, ein Mikrofon, ein Batteriegriff, das Blitzgerät, die Kamera ist da hier und noch ein Trageriemen für die Kamera für über Schulter tragen. Das passt alles problemlos rein. Ich musste es leicht ändern, die Aufteilung, damit es auch gut reinpasst. Aber ihr seht, alles im Lot, alles gut, von daher passt es ganz gut. Hier vorne rein habe ich nichts reingemacht, nichts reinmachen müssen. Und ja, was ich noch gleich zeige, ist das Regenverdeck. Und das werde ich dann mit euch zusammen nochmal jetzt zum Schluss dieses Videos drauf machen. Okay. Das wäre die untere Abteilung gewesen. Hier oben habe ich dann vorne ein Batteriepack reingemacht, also 10.000 mAh. Und damit kann ich unter anderem auch mein Handy mal laden, wenn es leer sein sollte. Meine kleine Kompaktkamera. Und zusätzlich noch
Nichts mehr. Reicht aber auch. Ihr seht, es geht ein bisschen rein, aber ist nicht so schlimm. Und hier oben habe ich dann den Rest reingemacht. Wasser. Alles zum Thema Ladegerät. Verbindungsmöglichkeiten, das heißt ein HDMI-Kabel auf Mini-HDMI-Kabel. Die Schutzadapter für das Objektiv, falls ich mal beides komplett trennen muss. Und noch die Hülle für mein Stativ, für mein Objektiv, für das große. Jo. Letztendlich, es ist noch wirklich viel Platz in der Tasche. Ihr seht es. Und die Tasche ist wirklich für schon ambitioniertere Fotografen auch geeignet. Man kann hier wirklich viel Zubehör reinmachen. Bei den Objektiven können es dann etwas schwieriger werden, je nachdem, welche Objektive man hier mitnimmt. Aber sonst bin ich hier wirklich sehr zufrieden, überrascht und zufrieden, muss ich sagen, dass hier wirklich noch so viel Platz ist, den ich noch gar nicht ausfüllen kann. Okay. Zuletzt, was ich schon gesagt hatte, zeige ich euch noch schnell, wie man das Regenverdeck drauf macht. Ist eigentlich auch relativ einfach. Upsala. Zack. Das ist der Nachteil von Griffen, von Magnetgriffen. Anziehen ist nicht. Das ist ein bisschen nachteiliger. So. Mach mal rüber. Zack. Und umfallen lassen. Ihr seht, dauert keine 15 Sekunden. Wenn es ohne Kamera wäre, würde ich wahrscheinlich deutlich schneller werden noch. Aber so, der Rucksack ist jetzt regendicht verpackt sozusagen. Beziehungsweise Regen ja, Feuchtigkeit nein. Weil ich denke mal, es wird immer wieder Feuchtigkeit hier auch reinkommen. Okay, sonst bin ich jetzt soweit fertig. Ich hoffe, mit meinem Video euch geholfen zu haben. Wenn ja, würde ich mich freuen, wie gesagt, wenn ihr das auch vielleicht auch kundtut. Ansonsten, bei Rückfragen oder Fragen, könnt ihr dies gerne in den Kommentaren machen. Ich würde mich hierzu einfach kurzfristig dann auch bei euch melden. Ich danke schön und wünsche euch noch einen schönen Tag.